Seid gegrüßt und willkommen zu meinem neuen Video. Heute stelle ich euch das Victorinox Swiss Tool Spirit vor. Ich habe 133 Euro dafür gelöhnt bei Amazon und der Link ist in der Beschreibung. Bin gespannt, habe es noch nicht ausgepackt, noch nicht reingeschaut und es ist jetzt auf jeden Fall ein weiterer Teil in meiner Sammlung. Ich glaube, ich habe die Variante mit diesem Messer hier. Gibt aber auch noch die mit dem Spitzen. Ja, so sieht's aus. Verpackung sehr schlicht gehalten. Ist die 3.0227.L. Super Name. Aber Swiss Tool Spirit klingt auf jeden Fall besser. So. Okay, das mal weg hier. Das sieht schon um einiges schöner aus als diese magere Pappumverpackung. Swiss Tool Spirit User's Guide. Hier haben wir nochmal ganz, ganz viele Tipps und Tricks und eine komplette Erklärung vom Produkt. Wird meiner Meinung nach nichts ausgelassen. Dann dasselbe nochmal in Englisch und vielen, vielen anderen Sprachen. Ja, also dieses Leder, das gefällt mir schon mal sehr gut. Oh, schönes, echtes Leder. Mhm. Sieht sehr geil aus, das Ding. Also gut, in der Verpackung muss man nicht viel machen. Die werden eigentlich meistens weggeworfen, aber wäre trotzdem schön, ein bisschen mehr zu haben für den Preis. Schönes metallenes Victorinox-Logo. Dann haben wir hier, wie gesagt, schönes braunes Leder. Vernietet hinten, schön auch genäht. 4.08221 oder L. Ne, L ist das. Seriennummer, oder? Eine der schönsten, muss ich sagen, Scheiden oder Holzer, die ich je gesehen habe. Aber ein Druckknopf hätte mir viel besser gefallen. So ein Reißverschluss. Ist immer so laut und finde ich persönlich jetzt nicht so ästhetisch. Hätte auch meiner Meinung nach besser zu den Vernietungen gepasst. Mann. Okay, das ist ja, Alter, das ist ja so richtig glänzend poliert. Ist noch leicht ölig. Und hier sieht man ja wirklich jeden Fingerabdruck. Also an sich ist das schon sehr, sehr nice, aber das muss man ja wirklich mit weißen Handschuhen anfassen, ohne dass das halt verschmandet aussieht. Das ist unfassbar glatt, also das ist fokussiert nicht mal. Jetzt seht ihr, das muss man halt gefühlt wirklich polieren und dann hat es ein Leben in der Vitrine. Sonst wird das für immer so aussehen. Ich habe meine Hände vorhin gewaschen. Ich habe bezüglich nichts Fettiges an Händen oder so. Das ist nur ein bisschen ölig. Oha, Alter. An sich sieht es aber sehr geil aus. Also, wenn man es wirklich regelmäßig gebraucht, dann könnte das wirklich ein bisschen, naja, aussehen. Gut. Wir haben hier eine schöne Einstanzung, Victorinox. Und dasselbe an der Rückseite auch. Machen wir es direkt mal auf. So. Von der Größe her sehr angenehm. Also ich habe ziemlich große Hände. Und das passt gut. Das ist sehr angenehm für mich. Gewicht auch. Oh. Das ist Qualität, aber auch schön geölt. Also wirklich sehr ölig. Kann man ruhig mal ausführlich nochmal ein bisschen putzen. Wir haben hier, ich will euch das so nah wie möglich zeigen. Ein bisschen schwierig. Bei der Cam. Die mag das nie, wenn ich so nah rangehe. Na, noch ein bisschen. Oh, komm. Ey, also. Ja, gut. Machen wir es halt so. Wir haben hier einen sehr feinen Teil, dann hier einen groben Teil und hier nochmal zwei kleine Zähne so, um abzuisolieren oder Kabel einfach abzuknipsen. Sehr durchdachte und schicke Zange, wie ich finde. Auch sehr stabil. Keine Frage. Sehr stabil. Was haben wir hier? Oh, jetzt muss ich das erstmal auswendig lernen, wie für was diese Teile da waren. Ach so, das ist das Feststellen für die großen Klingen, glaube ich. Ja, so macht man das runter, dann kann man die wieder einklappen. Ja, genau, das macht natürlich auch massiv Sinn. Dann haben wir eine Nagelfeile, beziehungsweise eine Feile mit drei verschiedenen Gröbungsgraden oder wie auch immer man das jetzt genau bezeichnet. Dann haben wir einen klassischen Dosenöffner und Kapselheber, wenn wir wollen. Das habe ich eigentlich nicht dafür gedacht. Dann haben wir den Phillips, also Kreuzschlitz-Schraubendreher. Sehr massiv das Teil auch. Eine Homo.
Den nächsten kommt man hier kaum ran. So, ein bisschen schwieriger zu öffnen. Also der, hier ist das Ding, muss man von links öffnen, gut. Das ist der Schlitzschraubendreher. Mhm. Simpel. Dann haben wir hier eine Schere. Die ist jetzt von der Ästhetik meiner Meinung nach überhaupt nicht so schick. Aber hat eine kleine, ich vermute mal, scharfe Klinge. Aber ist ein bisschen sehr klein. Ja, also die Scheren von Victorinox sind immer sehr gut und sehr scharf, weil die haben halt wirklich sehr krasse Klingen. Aber die ist echt ein bisschen stummelig, sag ich mal so. Also, ist auch wieder hier festgestellt, das Ding. Gute Qualität, keine Frage, geil, aber ja. Warum, Alter? Naja. Die Schere ist schon lustig, also keine Frage. Ja, dann haben wir hier die Klinge, die zur Hälfte eine Säge ist. Aber das ist halt auch so ein Buttermesser und ja, für alle Zwecke gedacht. Aber trotzdem ultra scharf, Alter. Wir haben am unteren Teil eine Klinge ohne Zacken. Die habe ich hier gerade benutzt zum Schneiden. Und der obere Teil ist trotzdem auch sehr scharf, trotz des Sägeschliffs. Der aber auf jeden Fall sehr viel Sinn macht, wenn man das so im Alltag einsetzen möchte. Ihr seht noch hier die öligen Verschmierungen. Kommt halt sehr, sehr gut geölt an hier, das Messer. Macht aber auf jeden Fall Sinn. Okay, dann haben wir hier ein Element, das sehr viele verschiedene Schliffe hat. Oben so eine Kante. Unten zwei verschiedene, das ist zum Entgraten abisolieren, oder? Und oben Fugen zu entfernen, würde ich jetzt mal raten. Stimmt bestimmt nicht. Aber sehr interessant. Das habe ich auch noch nicht so oft an solchen Taschenmessern gesehen. Ja. Dann haben wir hier den klassischen Dosenöffner. Kapselheber hier für Flaschen. Also Flaschenöffner. Dosenöffner war ja vorhin dran. Die sind nicht nebeneinander, auch ungewöhnlich. Meistens sind die eigentlich immer genau nebeneinander. Okay, das ist hier wieder für Abtreibungen. Ich vergesse jedes Mal, wie man das Ding nennt, Alter. Das sieht aber auch geisteskrank aus. Das ist wie so ein kleiner Lanzenaufsatz aus dem Mittelalter. Ja, diese Mechanismen gelten übrigens für jedes der Werkzeuge, die ausklappbar sind. Wenn man die ganz hinter macht, kann man das damit feststellen. Und hier haben wir die Säge. Die ist, wie gewohnt von Victorinox, sehr, sehr effektiv, scharf und spitzzahnig. Könnte ein kleines bisschen länger sein, also so ein Zentimeter mehr wäre nett bei der Säge. Und ja, eigentlich wäre das auch so schon, naja, nee, ist nie möglich, weil der Mechanismus hier ein bisschen zu viel Platz stiehlt, leider. Naja. Aber nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Aber ein Zentimeter hätte es länger sein können. Ach, da hätte man das ganze Tool ja länger machen müssen, was jetzt nicht unbedingt so schön ist. Ja, nochmal ein grober Überblick. Komplett ölig das Teil, wie gesagt. So sieht's aus. Komplett glatt, würde ich sagen. Auch die Kanten sind sehr abgerundet. Überall. Also der gesamte Griff. Schön gemacht. Ja. Auf jeden Fall ganz anderes Feeling als ein klassischer Leatherman. Das ist, ja, viel runder und weiß ich nicht so. Der Flow ist anders. Der Flow ist einfach anders. Sehr, sehr schönes Werkzeug. Keine Frage. Ein schöner neuer Teil meiner Sammlung. So. So. Wie gesagt, Druckknopf am Holster hätte mir etwas besser gefallen. Aber das ist sicherlich Geschmackssache. Und sonst, ja, hier da ein halber bis ein Zentimeter mehr Länge. Keine Frage, ich weiß, höre ich öfter. Aber sonst ein sehr schönes Produkt. Danke fürs Anschauen des Videos. Wie gesagt, Link ist in der Beschreibung. Was haltet ihr davon? Habt ihr eins? Habt ihr damit jahrelange Erfahrung? Teilt sie mir gerne in den Kommentaren mit. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Max Victorinox Berg.